Und damit hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Minecraft Bürger mit mir, dem Interfox. Schön, dass ihr da seid. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft Bürger. Mit dabei ist der Maurice. Hallo. Hallöchen, Mit dabei ist Zaki, der Metbrauer und Mettentenfresser. Und mit dabei ist Johannes, der Panda-Züchter. er sagt einfach nicht Hallo. Er sagt einfach nicht Hallo. Sein Internet ist wieder So, scheiße. und wir, ja, wir, ist ja gar nicht schlimm. Dann hat er halt Nachteile, es ist dann okay. Wir werden den heutigen Cup bestimmen und deswegen hoffen wir mal, dass alles soweit. Mein Gott, jetzt hier, dass alles funktioniert. Und heute darf der Johannes, weil der Johannes von den dreien am längsten mitspielt, den Cup so gesehen anhalten wieder. Übrigens, Leute, dahin hat Maurice ein krasses Haus gebaut. Das Dach ist noch nicht fertig, glaube ich. Nee, noch nicht. Ja. So, wir gucken mal, was wird's denn heute? Johannes, du darfst dann ab einer bestimmten Stelle einfach Stopp sagen. Stopp. Okay. Na, dann kommen wir mit raus. Hallo, Fuchs. Folget mir. Fuchs gehauen. Und zwar, Ich nicht. der gute Zaki hat ganz lange drauf gewartet. Und heute ist es soweit. Wir spielen heute den Eisencup. Fuck. Nein! Ich kann das gar nicht! Was denn? Scheiße! Geil! Oh mein Gott, okay, ich hab die Wir spielen Gitarre, den Eisencup, wahrscheinlich einer der schwersten Cups heute. Und für den Eisencup habe ich folgende Gebiete ausgewählt. Unter anderem dürft ihr. Warte, ich muss vorsichtig damit fliegen. Ihr dürft theoretisch den Fluss benutzen, sofern ihr das wollt. Und hier hinten, ihr müsst, ja, das ist heute ein bisschen Terraforming, fehlt hier noch ein bisschen. Ich guck mal, ob der, vielleicht ist auf der anderen Seite, warte kurz, vielleicht ist der andere auf der anderen Seite mehr Platz. Ich glaube, hier haben wir nämlich noch ein bisschen Platz übrig. Genau. Euer Gebiet heute, ein bisschen Terraforming wird nötig sein, ist so gesehen von hier, ja, davor weiter auch, bis hier hinten. Und ihr dürft natürlich bis zum Rand hier hinten das Meer benutzen. Hinter den Lampen ist auch noch viel Bauplatz. Ja, aber das ist für was anderes. Das ist dann heute die Baufläche. Ihr Hallo. sucht euch schon mal eine Fläche aus. Ich starte dann soweit. Die Hallo. Regeln sind ja soweit klar, Leute. Minecraft Bürger kommt super gut an. Vielen Dank für diesen mega krassen Support. Das bedeutet mir wirklich viel. Vielen Dank außerdem an den Johannes dafür, dass er Pandas züchtet. Und vielen Dank an Maurice, weil Maurice, Leute, das wissen wir nicht. Maurice ist ein Model. Kann man sehen, wie man möchte. Also, Johannes ist ein Model für Damenunterwäsche und so, ne? Deswegen. Ja, ich mach dir Fuß und so. Seid ihr bereit? Ja. Ich hab meinen Spot verloren. Ihr seid bereit? Gut. Ich mache mir eben einen Timer fertig. Ihr wisst ja. Dann geht's los in 3, 2, 1. Los geht's. So. Was haben wir heute haben wir heute Pläne? Also erst einmal möchte ich einmal kurz zurückkommen. Ja, beim letzten Mal ist ja ein bisschen, waren ja der gute Daniel ein bisschen kreativ und ich habe mir ja hier oben oder hier eine kleine Hütte gebaut. Da gehen wir mal eben rein und gucken mal runter. Hier fehlen noch ein paar Sachen, aber hier werde ich dann ein kleines. Ja, wenn ich dann hier die nötigsten Sachen kommen, dann hier rein, Leute. Das ist dann, ne, ganz typisch. So, Leute. Wie sieht das denn aus? Wir haben hier relativ wenig Platz. Ist halt ein kleines Gerät, ne? Deswegen machen wir Ofen und Räucherofen übereinander. Macht natürlich Sinn. Ja, ich weiß, wie man eine Werkbank platziert. Ich krieg jetzt Sicher? Schnauze. Okay. Nett. Ich, ne, der ist wieder super nett. So,
Wir richten das hier einmal ein. Großartig. Großartig. Der Amboss muss woanders hin. Das ist... So, wir brauchen nämlich noch Truhen, Leute. Die werden wir hier einsetzen. Danach gucken wir mal, was die Leute da oben machen. Und wir gucken wir auch mal, was wir noch bauen. Vielleicht noch mal ein kleines Häuschen oder so. Ich weiß es noch nicht. Hier haben wir ein kleines Kistenlager und damit ist dann die kleine Unterwasserbase hier fertig. So, wir gucken mal. Jetzt, heute ist ein Meerestier dran, Leute. Das ist also wahrscheinlich einer der schwierigsten Cups, die wir wahrscheinlich bisher gespielt haben. Deswegen ich gespannt bin, was hier dabei so rauskommt. Wir gucken uns an. Also ihr seht, Leute, das hier ist, das ist Zakis berühmter Erdwurm. Das ist auch ein Meerestier. Nein, der Erdwurm. Und ein Hühnchen. Ja. Aphrodite, was machst du da unten schon wieder? Ey! Hier bist du bitte am Leben. Lässt du meine Aphrodite in Ruhe? Was? Was? So, wir fliegen mal rüber zum guten Maurice. Maurice baut eine Treppe. Nee, das soll, ich weiß, man erkennt es noch nicht. Ich sage jetzt einfach nichts dazu. Man noch erkennt man es leider nicht, aber das kommt noch. Das kommt noch. 100 Pro. Naja, aber funktioniert. Ich gucke mal jetzt gerade ein bisschen, Leute. Ich gucke, was der Maurice so macht. Wie sagt das jetzt? Ich hoffe, das wird. Ja, also es sieht, wie hat immer noch aus, wie eine Treppe. Vielleicht baut er eine Kirchentreppe. Eine Seekirche. Lol. Lustig. So, vielleicht muss ich das doch so machen. So. Also, ihr habt noch gleich die ersten 5 Minuten sind gleich rum, Leute. Und wir machen uns jetzt auch mal ans Bauen. Was wollen wir bauen, Leute? Was wollen wir bauen? Ja, das ist eine gute Frage tatsächlich. Ich bin mir nämlich selber noch gar nicht so sicher, was ich heute bauen möchte. Was? Aber ja, Birgit, wir gucken uns hier mal um. Da oben wird... Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was es ist. Ich weiß bei vielen noch nicht, was es genau wird. Er hier baut ein... Das könnte ein Käfer sein, oder? Ich glaube, ich weiß, was Johannes baut. Ich glaube, ich weiß, was... Ist das Johannes? Ja, ich weiß, was er baut. Ich baue gar nichts. Es muss diagonal sein, fuck. Oh, Mann. Ganz entspannt, Leute. Das ist... Und wenn ihr übrigens keine weiteren Folgen... verpassen wollt, würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert, favorisiert, liked und kommentiert, aktiviert die Glocke und so bleibt ihr auf dem aktuellsten Stand. Sonst kommt der Fuchs zu euch. Genau, ansonsten wird euch der Fuchs holen. Real Talk. Er kommt. Er kommt in der Nacht, er kommt euch holen. He's coming for you guys. Darauf stehe ich. Oh ja, Max. Scheiße. Max. Ja, ich hab es mit ihm einfach, Junge, der Typ ist es. Mann, ich brauch Therapie.
Ja, das stimmt. Das brauchen wir alle. Okay, so jetzt aber. Ich glaube, jetzt langsam wird's. Ist das hässlich? Ja, es ist. Ja, ich ne, glaub, weißt du, mal schauen, was wird, ne? Ja, ich glaube, das wird nicht meine Runde. Ich glaube, heute werde ich nichts abschneiden. Ah, heute wird das nichts. Naja, wir sehen uns in einer. Es sieht. Okay, jetzt langsam wird es. Es hat Flügel. Es sieht aus. Oh! Ja, okay, bei Zaki kann ich erkennen, was es wird. Was sehr Einfaches. In. Sagen wir mal knapp gesagt, in 2D. Oder. Ja, ich bin mir nicht sicher. Es ist so eine Mischung aus 2 und 3D, würde ich sagen. Ich bin mir noch nicht so sicher. Aber wir sehen, was es wird und ich kann es erkennen. So, wir schauen, ich bin mir noch nicht sicher, was ich hier bauen möchte heute. Das hier sieht. Okay, ich glaube, ich weiß, was es langsam wird. Es könnte. Also bei Maurice könnte es eine Qualle sein. Ja, das kann. Ich bin mir nicht sicher, was ich heute baue. Ich weiß es nicht. Oh mein Gott, fuck! Digga, Jonas, hat er gesehen, was du baust. Scheiße, ich hab viel zu kompliziert gechoost. Ach, shit. Viel zu complicated. Boah, ich hab so eine geile Idee, warte mal. Ich bin nicht mehr, meine Idee ist. Bin ich genius hier. Meine Idee ist broke und ist komplett. Ich weiß, fuck, was hab ich gebaut? Ich bin bescheuert. Komplett bescheuert. Ach. Wie lange haben wir noch? Wir haben gleich noch 10 Minuten. Schaffe ich nicht mehr. Also, das kann funktionieren. Ich glaube, das hat sich meine Runde diesmal. Digga, Meerestier. Ich habe irgendwas Redstone-mäßiges gehofft. Das kann ich wenigstens. Ja, ich bin mir wert. Ich bin mir heute nicht sicher, was ich baue. Ich habe gerade ein bisschen überlegt, aber bisher fällt mir heute nichts ein, was es sein soll. Okay, wenn ich jetzt sage, es fängt mit M an, das Tier. Meerschweinchen? Meerestier. Ich war. Was der Meer. Also, Leute, ich würde ein Meerschweinchen. Ich würde ein Meerschweinchen vielleicht sogar zählen lassen. Echt jetzt? Nein, natürlich nicht. Ja, okay, ich hab ein bisschen reingeschossen, bin ich ehrlich. Ja. Ja, danke. Ja, ich hätte gesagt, ja, das schafft es noch so. Nee, du hast reingeschissen. Super. Ja. Das ist ein richtiger Motiv. Aber ich, so, du hast es einfach verkackt. Digga, sieht so scheiße aus. Aber ich glaube, jetzt habe ich eine Idee tatsächlich. Ich gucke mal, wie gut ich die hier abschließen kann. Ja, das war's. 1, 3, 4. Scheiß aus, komplett. Ach, mach dir nichts draus. Ja, ich bin enttäuscht von mir selber, ich sag's mir, das triggert mich gerade. Ach, das ist jetzt. Ja, bisschen Fortnite, dies, das. Ist das Fortnite, dies, das, Alter? Also, ist schon. Ja,
Ja, wohl vielleicht. Ich bin gespannt, was es daraus wird, Leute. Und wir bauen tatsächlich passend zum Meer etwas. Und ich merke, ich habe von den Proportionen her absolut reingeschissen. Ach, für mich nicht der Einzige. Lol. Aber was bauen wir überhaupt? Nee, ich habe überlegt, wenn wir schon mal dabei sind, ne? Dann können wir ja hier gerade mal, zumindest probiere ich, es ist eine reine Konzeptidee. Ob die fertig wird, weiß ich nicht. Das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Ich bin war ich erst ganz schön lange im Grübeln jetzt, was ich jetzt hier mache. Jetzt denke ich, oder ich versuche mich jetzt einfach mal an einem kleinen Leuchtturm. Passend zu den Meerestieren. Oder auch nicht, je nachdem. Ich glaube, langsam wird's. Ich glaube, langsam bin doch gar nicht so blöd, wie ich dachte. Die Erkenntnis. Ich ja. Ich bin doch für irgendwas zu gebrauchen, Alter. Cool. Ich scheint doch nicht komplett geistig behindert zu sein. Sehr gut. Da scheint irgendwas mit dem Kopf nochmal zu funktionieren. Oh, das sieht aus wie... Ich bin mir noch nicht ganz sicher. 12 Minuten 38 sind rum. Oh, die sind knuffig. Okay. Zaki übertreibt halt komplett. Warum denn? Ich hab gleich TNT drauf. Was machst du? Nein! Fuck, Bro. Ein fairer Verlierer, du Assi. Warum übertreib ich denn? Na, was? Hab ich gesagt, dass du übertreibst? Ja, du übertreibst schon, Zaki, aber du übertreibst eigentlich immer. Also... Das kann er gut. Hä? Okay. Sein Weltbild ist gerade zerstört. Was, ich übertreibe? Ich dachte, ich baue normal, ich baue nur noch ein Tempo. Ja, okay. Und dann kommt der. Das ist okay, aber es könnte besser sein, weil ich weiß es. Könnte besser sein als. Ja, natürlich, es kann immer besser sein. Es wird immer auch jemanden geben, der sagt, ey, was du machst, könnte besser sein. Okay. Aber ganz ehrlich, bauen. Wie gesagt, es ist ja hier einfach ein Contest so zum Spaß und ich bin. Bisher habt ihr coole Sachen immer gebaut und deswegen, es kommt ja auch gut an. Ich meine, die letzte Folge hat über 160 Aufrufe gemacht, was für so ein langes Video richtig gut ist. Der Algorithmus wird gekickt. Naja. Geil. Ist ja jetzt eigentlich einfach so. Oh, das sieht gar nicht schlecht aus. So, wir bauen hier den Leuchtturm hier hoch. Ich bin gespannt. Ihr habt noch 5 Minuten gleich, dann ist vorbei und dann kommen wir auch zur Bewertung. Ja, ich hoffe, ich kriege den jetzt soweit fertig. Ich habe jetzt sehr spät angefangen. Normalerweise hatte ich am Anfang der Runde immer schon eine Idee, was ich baue, aber diesmal ist mir jetzt lange nichts eingefallen dazu und deswegen umso mehr hoffe ich, dass ich das jetzt hier relativ gut hinkriege. Naja, übrigens, wenn ihr keine weiteren Folgen von Minecraft Bürger verpassen wollt, würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert, favorisiert, liked und kommentiert, aktiviert die Glocke, so bleibt ihr auf dem aktuellsten Stand und schaut bei den anderen Leuten auf den Kanälen vorbei oder auf dem Insta-Account, sind alle verlinkt. Vor allem Maurice, Leute, ihr müsst wissen, an die hotten Mädels, der Maurice ist wirklich der hübscheste von uns, ne, also wer Interesse hat. Johannes protestiert direkt. Von innen sind wir aber alle schön. Alle. Ja, es geht aber um die äußere Schönheit leider heutzutage. Ja, heutzutage ist eh überbewertet, sag ich, wie es ist. Es steht alle Leute, Weisheiten mit dem Fuchs. Ja. Willst du den Respekt in der Clique, bummst die Dicke? Es ist einfach so, das ist auch in der Beziehung so. Es ist ein dickes Mädchen, doof gesagt, ist meistens loyaler. Ich hab fast was gesagt zu meiner Ex. Gott, bitte nicht. Nee, das ist falsch. Mein Gott, das sieht schon geil aus, auch wenn der ein bisschen dick ist, aber hey.
Ja, das ist. Ich glaube, ich muss hier noch eine Reihe drum, noch eine Reihe drum rumziehen, glaube ich, Leute. Weil, ich habe extrem reingekackt. Oh, komplett. Ganz entspannt. Ihr habt noch, jetzt gleich habt ihr noch 3 Minuten. Also, ganz entspannt. Ihr habt ein bisschen Zeit, habt ihr noch? Jetzt zieh dich. So, Leute, das sieht doch jetzt schon gar nicht mal schlecht aus. Inneneinrichtung, gut. Was ist in so einem Leuchtturm drin, Leute? Weiß ich jetzt auch nicht so genau. Aber wenn jemand von euch weiß, was in so einem Leuchtturm drin ist, schreibt das doch mal gerne in die Kommentare. Würde mich natürlich sehr interessieren. So, das sieht doch jetzt gar nicht mal schlecht aus hier. Jetzt ist hier wichtig, hier oben die Plattform. Die muss jetzt hier gemacht werden. Und wie machen wir das? Die Plattform wird jetzt einfach in Rot designt. Also ich habe gerade was erfahren. Kann ich euch nachher was sagen? Kannst du... Sag mal, jetzt nicht sowas wie, du hast im Lotto gewonnen oder so. Nee, nicht das. Ich habe im Lotto gewonnen, wir sind jetzt keine Freunde mehr. Tschüss! Nee, tatsächlich wäre ich so einer, ich würde euch das zwar nicht sagen, aber ich würde euch trotzdem noch als Freunde behalten. Okay. Gut so, für dich und für deine Eier. Ihr habt noch 2 Minuten knapp. Und übrigens, ja, Leute, auch wenn wir hier fertig sind, Projekte, und das sieht scheiße aus, ich brauche eine andere Woche, brauche Stufen dafür. Projekte dürfen in der Regel auch hier im Nachhinein noch fertig gebaut werden. Das machen wir dann immer an einigen Stellen dann. Weil wir dann halt sagen, wenn jemand für die Bewertung ist das da natürlich einmal, muss es so bleiben, wie es ist. Aber danach dürfen die Leute immer noch Verbesserungen gerne vornehmen und es zu Ende bauen, wenn ihnen zum Beispiel, wenn ihm es fehlt, wie jetzt zum Beispiel der Maurice. Wenn der jetzt hier nicht komplett fertig wird, ist das nicht schlimm. Der darf dann gerne das auch im Nachhinein noch zu Ende bauen, off-game. Er muss eh noch sein Haus zu Ende bauen. Und ihr habt noch 1 Minute, Leute. Das wird also jetzt knapp. Ich möchte euch natürlich hier keine Angst machen, ne? Aber beeilt euch. Ich habe gerade was festgestellt bezüglich des Updates. Da gab es ja noch was. Bitte sag mir, dass das funktioniert. Nein! Okay, ihr habt noch 30 Sekunden. So, okay, den haben wir soweit. Da werden wir beim nächsten Mal auf jeden Fall weitermachen. Es sind noch 15 Sekunden. Vier, drei, zwei, eins. Bauhandlungen einstellen. So, damit sind wir durch. Dann würde ich sagen, wir fangen heute beim Meister der Meerestiere an. Einer fliegt bitte wieder zur Tafel. Und nein, nicht zu der, wo man für 1 Euro Suppe kriegt, sondern, ne? Ich bin auch on my way. Yes, he's on his way. On his way, where? Ach, ich bin dumm, ich bin falsch geflogen. Okay, Symmetrie. Genau, Symmetrie. Wir fangen mit der Symmetrie an. Dann müsste es bis zu 5 Punkte, nee, bis zu 3 geben. Richtig? Ja. Okay, symmetrisch. Ein Hai ist grundsätzlich nicht symmetrisch. Aber natürlich kann man trotzdem einige Dinge symmetrisch bewerten. Unter anderem natürlich die Schwimmflossenspannweite. Die ist bei 3 Blöcken und das auf jeder Seite. Ich weiß nicht, ich glaube, das soll hier so sein, denke ich. Das soll wirklich so sein. Ja. Nee, deswegen frage ich. Deswegen frage ich, warum das nicht symmetrisch sein soll in deinen Augen.
Nein, nein, also das alles gut, aber es sind ja zum Beispiel auch hier die Abstände. Das hat auch eine gewisse Symmetrie, das ist in Ordnung. Die Quallen sind von sich aus symmetrisch, was man ja sehen kann. Und der Kraken hat seine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Arme. Die sind auch gut angeordnet. Ich würde sagen, da kriegst du deine 3 Punkte im Vollen. Oder 5. 5, 3, was jetzt? 3. Johannes! Johannes, du hast hier oben sehr symmetrisch gebaut. Was ich sehr gut finde. Ich weiß ja nicht, warum du. Ich weiß ja nicht, warum du hier. Warum hast du denn hier Blöcke vergessen? Erklär mir das mal. Hier. Scheiße, ne? Okay, ich glaube, den Punkt kann ich schon mal abziehen, aber ansonsten die Flossen sind soweit alles in Ordnung und haben eine gute Symmetrie. Da ziehe ich aber einen Punkt ab, da gibt es dann 2 Punkte. Maurice, ich bin mir noch nicht mal sicher, was du gemacht hast. Immer noch nicht? Hä? Kennt man's wirklich nicht? Ja, Ach doch, genau. das ist eine Muschel. Ja, okay, wir haben jetzt hier eine gewisse Symmetrie auf fast auf allen Seiten, aber das mit den Zähnen ist okay. Das hier ist der Abstand hier. Ich weiß nicht, warum hast du denn so. Warum hast du alle. Warum Nee, hast du. das soll mehr hier Textur reinbringen. Deswegen habe ich immer nur Platz, sieht man hier zweimal. Hier einen auf der anderen Seite, hier auf der rechten Seite. Ich meine, ja, ich meine, du hast jetzt hier die ganze Zeit hier zwei Reihen, ne? Und hier ist halt eine Reihe. Das sieht halt ein bisschen Ah, stimmt. unförmig aus. Ja, okay, true, das ist richtig. Ja. Ja, ansonsten sieht das aber schnorke aus. Da hast du 3, hier hast du 5, da hast du 2 und da hast du wieder 5. Ja, weil Muscheln sind ja auch nicht so symmetrisch. Und Ja, nein, alles gut, deswegen. alles gut. Das sieht okay aus, also es stört mich jetzt symmetrisch nicht so krass. Hier hinten aber, das stört mich. Jetzt bin ich gerade so ein paar Mal geflogen, warte. Ich dachte, es geht gleich weiter. Sekunde, warte, I'm on my way, ich brauch Speed. Also im Sinne von die Schnelligkeit, nicht das andere. Ja. Was stört Und dich? zwar das hier, das stört mich. Hier hast du hinten 3. 3 und hier hast du auch Scheiße, wieder das hab ich überall verloren. 2. Auch da würde ich sagen, 2 Punkte sind vollkommen in Ordnung. Mit dem Okay, zusammen. So. warte. Wenn Der. ich dich jetzt mal zurück, dann kannst du da bleiben. Okay, achso, du bist schon geflogen, okay, cool. Aber ich geb mal einfach nur das Speed oder so. Perfekt. So, Okay, alles klar. das nächste. Gut. Das nächste wäre dann Innenleben enthalten. Ein Innenleben enthalten. Das gibt es bei Zaki nicht. Das muss ja auch nicht. Ne? Dafür Nicht kriegt. Doktor oder so? Ne? Bei Zaki ist das nicht. Bei das hier von Maurice zähle ich auch nicht. Das ist kein Innenleben. Doch, die Perle, hier geht's rein. Ach so! Echt? Warte. Ja, drück mal hier runter und dann kannst du hier rein. Im Schwimmmodus. Du musst jetzt aufmachen und dann nochmal draufklicken, dann bist du hier drinnen. Wie Jetzt normal. kann ich denn den Schwimmmodus machen? Jetzt. Sprinten im Wasser. Jetzt kannst du hier reingehen. Jetzt kommst du hier rein. Warte, Ja, also einfach drücken und dann bist du hier quasi in der Schwimmposition. Jetzt da nochmal anklicken und jetzt kannst du rein, genau. Wow! Und Das ist sehr dann notier nochmal. minimalistisch. Okay, dafür gibt es ja, glaube ich, 2 Punkte. Sorry, Oder? es gibt da sogar für 4 Punkte, was ich irgendwie nicht verstehe. 4 Punkte gibt es. Okay, dann. Ja, das ist. Ich aber schon, gerade wenn man es schafft, sowas einzubauen. Gut, damit haben wir das. Das nächste. Wow, nein, ich bin. Ich. Ja, super, jetzt. Ich habe Ich mit. baue auch noch nicht. Ich weiß, dann Ja, Innenleben gucke ich so. mir auch noch an, aber den Punkt habe ich dir schon mal gegeben. Ach echt? So. Ja, ich habe das ja gesehen, dass du Innenleben hier machst. Ach so, ja, okay. Alter, ich will doch hier runter. Lass mich doch runter. Mann, ich komme hier nicht weg. Ah, das ist halt Auf seine beiden typische Seiten. Pflanzendeko. Ist ein kleines Innenleben. Hallo, Aphrodite. Symmetrisch habe ich auf beiden Seiten dasselbe gebaut. Ja, das dachte ich mir auch schon. Hier wohnt Maria, der Panda. Ja. Okay, das nächste. Das müsste sein, dass zwei oder mehr haben dasselbe Stück. Genau. Können wir überspringen? Hat keiner. Das nächste wäre. Stück jetzt fertig. Das Stück ist fertig. Maurice, ich habe vernommen, dass du noch nicht ganz fertig warst. Nee, das ist schon fertig. Ich wollte halt noch was ändern, aber es ist so ganz okay. Es war am Anfang das scheiße aus, aber für mich geht es Gut. mittlerweile. Ich Ich find's würde okay. sagen, dann seid ihr alle fertig. Dafür gibt es 2 Punkte, oder nicht? Genau. Genau, Genau, 2 Punkte. die 2 Punkte bekommt ihr
Alle dafür. So, das... Ein Stück Salz. Das kann man... Dafür kriegt jeder von euch die 5 Punkte, weil das hat jeder. Und danach detailliertes Bauen? Ja, da kommen wir ganz entspannt. Da kann ich 1 bis 5 Punkte auch geben, oder nicht? Oder 1 bis 3? Genau, 1 bis 5. 1 bis 5. Fangen wir bei Zaki an. Was ich bei Zaki am Detail gut finde, erstmal hier, er hat sich ja Mühe gegeben mit den Augen. Das heißt, die Augen sind natürlich ein nettes Detail. Und hier ist er natürlich dünner geworden. Die Quallen finde ich großartig. Die haben ein tolles Detail. Und hier bei dem, hier, der Kohleblock hier ist auch halt ein Detail, was man richtig schön einbauen kann. Und er hat halt natürlich ein paar Seepflanzen hier noch reingebaut. Da gebe ich deutlich die 5 Punkte für den guten Zaki. Dann möchte ich auch noch einen Hinweis: Ich habe Korallen sogar in Grau hingetan, denn Korallen sterben auch, wenn wir reifen. Ah, bei Johannes. Johannes hat, wie gesagt, diesen Innenlebenraum enthalten, hat dann wieder seine typischen Pflanzen, die er hier drin hat. Die grünen Betten mit den Vorderteilen, die sind ebenfalls ein Detail, was mir sehr gefällt. Das Herz ist süß. Das Herz ist wirklich süß, das kann man nicht anders sagen. Dasselbe haben wir hier nochmal. Das ist doch alles sehr detailliert gebaut. Ich erkenne die Schildkröten, deswegen gebe ich da. Ich würde sagen, weil Zakis detailliert hat ein bisschen noch ein paar mehr Details, deswegen ich einen Punkt weniger geben würde. So, Maurice. Maurice hat mit seiner Muschel natürlich auch mega Details eingebaut. Die Zähne sind natürlich super, die passen halt optisch gut zu und die Perle ist halt wirklich gut. Das Detail von innen gefällt mir auch sehr, sehr gut. Das ist halt sehr minimalistisch gebaut und da hast du Platz gespart. Ich würde auch, da würde ich auch sagen, dass da 5 Punkte gut angebracht sind trotzdem. So, das nächste ist... Terrapass zum Objekt. Da muss ich bei Zaki tatsächlich sagen, da ziehe ich mindestens einen Punkt ab. Warum? Weil Haie normalerweise nicht fliegen. Das mit dem Oktopus kann ich nachvollziehen. Oktopusse können ja auf dem Boden auch rumlaufen. Ne? Oder so. Ich habe extra die Korallen hier hingebaut, damit es sieht. Ja, es sieht halt, ne, ich meine, guck mal, also doof gesagt, wenn wir uns das angucken, der Hai hier, der snackt gerade einen Baum. Ich habe kurz vor dem Baum sogar gestoppt. Ja, das sehe ich aber, sieht trotzdem ein bisschen. Von der Seite sieht es trotzdem aus, als ob der jetzt. Ja, ich schwimme da jetzt hin und snack den Baum. Ich würde da einen Punkt abziehen, ich glaube, das gibt 4, oder? Ich habe extra dafür angepasst. Ja, deswegen, ansonsten passt mir das ja auch soweit alles. Ich bin ja für auch, ansonsten finde ich alles okay. Ich würde für den Hai halt den einen wirklich abziehen. Ja, das Problem ist, gibt es nur einen Punkt für detailliertes Bauen. Detailliertes Bauen? Also du meinst für Terran passt zum Objekt? Ja, meinte ich ja. Ja gut, dann komm. Ich lass dir den Punkt. Ich lass dir den Punkt. So. Bei Johannes und bei dem guten Maurice kann ich den Punkt auch geben. Die haben beide überm Wasser gebaut. Das ist soweit genau wie angebracht, beziehungsweise der Johannes hat sogar im Wasser gebaut. Das heißt, die Schildkröten kommen gerade raus und die Muschel fliegt halt ein bisschen, aber das darf ich aber jetzt, darf ich bei Maurice jetzt nicht ankreiden, weil sonst müsste ich Zaki den Punkt nämlich auch nochmal wegnehmen. Und das letzte wäre Redstone verbaut. Was? Das letzte wäre Redstone verbaut. Redstone verbaut. Das sehe ich bei Zaki jetzt nicht, aber das muss ich auch nicht. Ich glaube, das war jetzt einfach gar nicht, glaube ich. Das war gar nicht dein Augenmerk, glaube ich. Ja, ich wollte eigentlich eher auf detailliertes Baum und Bei Johannes haben wir eine Redstone-Verbindung wieder drin, die sehen wir. Der Johannes, der kriegt dafür seine 2 Punkte. Ein Punkt. Ein Punkt. Genau. Und bei Maurice auch ein Punkt. Hat Maurice, hast du einer? Ich glaube schon, oder? Von innen. Ja, von innen. Boah, leck mich. Ja, tatsächlich. Perfekt, gut, dann gibt's dafür den einen Punkt. So, damit sind wir soweit durch. Ihr dürft jetzt gerne noch einen Punkt dürft ihr jetzt noch verteilen, jeweils, wenn ihr wollt, für irgendwas, was euch gefällt. Und der Zaki, der Metbrauer, darf anfangen.
Tatsächlich muss ich schon sagen, hier Maurice Bauwerk finde ich viel besser. Naja, da er meinte, sieht es am Anfang echt extrem nicht so gut aus. Jetzt, am Ende hat es schon richtig begeistert. Danke mich. Ja. Man sollte erstmal hier auf die Idee kommen, in der Perle drinnen ein Gebäude einzubauen. Das ist eine Sache, das habe ich als Detail. Dafür gibt es einmal einen extra Punkt. Gut, Maurice, du darfst als nächstes. Dann gebe ich das gleiche Punktding, also den gleichen Punkt an, auch Saki, weil ich muss dazu sagen, das hier sollen ja Quallen sein, ne? Ich muss dazu sagen, ich wüsste nicht, wie man die Blöcke richtig nutzt und ich finde es einfach sau sweet mit den Quallen hier. Und der Oktopus, ich dachte anfangs, weil ich total pervers bin, dass man in den Oktopus reingehen kann. Und deswegen fand ich das voll, irgendwie voll witzig. Deswegen geht da auch ein Punkt für mich an Saki aus. Also so, von meiner Seite. Alles klar. Und der Johannes, du darfst auch noch, wenn du möchtest. Wo ist ganz scharf überlegen. Was findest du süß? Die Muschel. Ja, die guckt so freundlich. Oh, weil Maurice meine Perle, deswegen nehme ich die Perle. Okay. Alles klar, damit sind wir durch mit der Bewertung, Leute. Dann gehen wir mal zur Tribüne rüber. Mein Gott, wir haben hier so viel Gebäude. Ich brauche mittlerweile fast 5 Minuten, um bis zur Tribüne zu kommen. Und ja, Leute, das Minecraft leckt gerade ein bisschen. Ich glaube, dass es einfach ein bisschen Überlastung ist mit der Welt. Und zwar darf sich der Maurice oben auf den Diamantblock stellen. Der Johannes auf den Smaragdblock. Und Saki bitte auf den Goldblock. Und zwar auf dem dritten Platz ist der Metzbrauer und der Oktopus schlechter, keine Ahnung. Saki mit 17 Punkten heute auf dem dritten Platz. Du darfst mit Met um dich rumwerfen. Würde ich niemals tun, ich trinke es lieber. Ja, stimmt. Auf dem zweiten Platz mit 19 Punkten, 2 Punkte davor, ist der gute Johannes. Seine Schildkröten waren wirklich süß und sie lieben sich. Und heute mit einer Top-Punktzahl auf dem ersten Platz, mit seiner Muschel, mit Perle und Innenleben, der gute Maurice mit 22 Punkten. Herzlichen Glückwunsch, du hast den Eisencup heute gewonnen. Oh, Alter. Los geht's. Ja, ich werde eben die Punkte verändern und Saki, du weißt ja, was du zu tun hast, ne? Ja. So. Ich müsste auch noch was machen, True. Ich muss auch noch was machen. Ja, du kannst, das machen wir gleich. So, erstmal 155. So, 100. Ich werde danach natürlich nochmal schnell die Tabelle vorlesen. Ist ja wohl klar. Saki hat übrigens nur 9,3 Punkte, Leute. Nein, ich hab da einen Rechtschreibfehler drin gehabt. So, und der Maurice geht heute damit auf 59 hoch. Ja, das hört mir mal jetzt geleckt, wenn ich nicht weiß, was du bei euch hier. Oha, der Arme! Warum ist der ganz hinten? Der bewacht den Amboss. Achso, okay. Weil also, auf dem ersten Platz, immer noch unangefochten, der gute Johannes mit 154 Punkten. Direkt gefolgt am zweiten Platz Saki mit 110 Punkten. Er holt langsam wieder auf. Ja, mit einem unfairen Vorteil, mit einem unfairen Nachteil. Ja. Auf dem dritten Platz haben wir die gute Sienna mit 60 Punkten. Gefolgt vom vierten Platz, und zwar Maurice mit 59 Punkten. Go. Auf dem fünften Platz haben wir den guten Tom mit 51 Punkten. Danach kommt kommt Rob mit 36 Punkten und die Sophie mit 35. Kenny mit 29 Punkten und die beiden Schlusslichter bilden D-Play und Noah 15 und 13 Punkte jeweils. So, dann gehen wir alle mal zum Abschluss rüber. Ich würde sagen, wir nehmen auf den Schildkröten heute Platz. Ich finde die ganz süß. Luca vor der Trophäe, denn da habe ich doch extra noch was zu gebaut. Für die Trophäe. Die Trophäen dazu werden wir immer noch mal ein extra Bild machen. Also ihr könnt euch auf das Herz stellen, würde ich sagen. Das passt ganz gut.
Genau, der Maurice in die Mitte, weil er ist natürlich der Süße hier. So. Sag ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne einen Like da und schaltet beim nächsten Mal wieder ein bei Minecraft Bürger. Mein Name ist InderFox. Vielen Dank fürs Zusehen und ja, macht's gut, haut rein. Und tschüss, ja, abonnieren und Glocke aktivieren nicht vergessen.